Rohfütterung Teil 1. Ich werde sehr häufig gefragt, was ich denn meinen Hunden fütter, und dann antworte ich, ich füttere roh. Als nächstes kommt, ach du barfst. Barfen ist nur ein Teil der Rohfütterung. Es gibt verschiedene Wege, auch den Hund roh zu ernähren, so wie es eben auch Trockenfutter gibt oder Nassfutter oder Flocken. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, den Hund zu ernähren und dementsprechend in der Rohfütterung auch verschiedene Wege, wie man zum Ziel kommen kann. Was ist BARF, dieser Überbegriff? BARF ist ein Akronym für biologisch artgerechtes Rohfutter oder biologisch artgerechte Rohfütterung. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man biologisch artgerecht rohfüttern? Und das führt uns ganz an den Anfang, zum Wolf. Dass der Hund vom Wolf abstammt, da sind wir uns hoffentlich alle einig. Dass nicht mehr alle Hunde heute aussehen, als würden sie vom Wolf abstammen. Darüber lässt sich streiten, beziehungsweise bei einigen nicht mehr streiten. Dass aber wiederum einige Dinge beim Hund immer noch genauso sind wie beim Wolf. Und dazu gehört eben das Gebiss und der Verdauungsapparat. Das ist unbestritten. Ihr seht hier das Gebiss vom Wolf und jetzt seht ihr das Gebiss vom Hund. Bis auf ein, zwei Zähnchen hat sich da nichts geändert. Der Verdauungstrakt beim Wolf und beim Hund ist und bleibt jedoch erstmal der gleiche. Dann überlegen wir uns mal, was der Wolf denn so fressen würde, beziehungsweise was er so frisst. Und das ist Reh, Hirsch, Wildschwein. Alles andere ist in so kleinen Prozentzahlen, das ist zu vernachlässigen. Daraus folgt aber, dass wenn wir den Hund wie den Wolf ernähren wollen, dass solche Pellets nicht zwingend artgerecht sind. Weil, wenn wir den Hund draußen sich um sein Futter selber kümmern lassen würden, was würde der machen? Der würde jagen gehen und er würde genau dasselbe jagen wie der Wolf. Alles, was so kreucht und fleucht. Und am besten natürlich frisch. Zur Not aber eben auch Aas. Bei Wölfen wurde beobachtet, dass je näher sie dann zu den in den polaren Gebieten leben, dass sie zum Beispiel aber auch Bären fressen. Und beim Wolf gilt ganz klar, beziehungsweise in der Natur, in der Not frisst der Teufel auch Fliegen. Dass jetzt viele Hundehalter nicht anfangen wollen und ihren Hunden ein Beutetier hinzuschmeißen oder das überhaupt können, dabei zuschauen können, das ist klar, da habe ich auch Verständnis dafür, das ist ja auch nicht das Problem. Wenn wir keine ganzen Beutetiere verfüttern wollen, dann bleibt uns nur eins übrig, wir müssen ein Tierpuzzle machen und uns ein Beutetier nachbauen. Wir schmeißen dann aber nicht in den Napf Fell, Muskelfleisch, Knochen und so weiter, sondern wir schauen, was ist für den Hund essentiell wichtig, und das sind grundsätzlich eigentlich drei Kategorien. Das ist Muskelfleisch, das sind rohe, fleischige Knochen und das sind Innereien. Zu den einzelnen Positionen kommen wir später nochmal. Das heißt, wir müssen uns überlegen, von was, wie viel in diesem Beutetier enthalten ist. Das heißt, wie viel Muskelfleisch, wie viel Knochen und wie viel Innereien. So ganz grob lässt sich das aufteilen in vier Teile Muskelfleisch, ein Teil rohe, fleischige Knochen, ein Teil Innereien und dann haben wir noch einen siebten Teil, den kann man so ein bisschen aufteilen in zum Beispiel Herz, Magen, das heißt Pansen, Blättermagen bei Wiederkäuern oder eben Hühnermagen und so weiter, Lunge und. Fisch wäre auch noch eine Möglichkeit und dann haben wir eigentlich eine komplette Woche abgedeckt. Sieben Teile, sieben Tagesrationen, eine Woche. Das heißt, ganz einfach haben wir damit rausgefunden, was wir im Monat füttern müssen. Das heißt, 16 Teile Muskelfleisch, 4 Teile Knochen, 4 Teile Innereien und dann haben wir noch 4 Teile, die wir irgendwie andersweitig verfüttern können. Jetzt ist sehr häufig für die Hundehalter die Frage, wann braucht der Hund das? Braucht der jeden Tag alles? Jetzt gibt es Hundehalter, die befürchten immer, wenn ihr Hund nicht jeden Tag alle Nährstoffe bekommt, dann wird der Mangel ernährt, dann wird er krank. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ich füttere da nach dem Mallorca-Prinzip. Was ist das Mallorca-Prinzip? Ganz einfach, wir stellen uns vor,
Junge Menschen gehen 2 Wochen nach Malle, lassen es dort richtig krachen, betrinken sich dort regelmäßig die kompletten 14 Tage und die einzigen Vitamine, die sie zu sich nehmen, kommen aus der Sangria. Die gehen nachts irgendwann noch mit dem vollen Kopf an den Imbissstand und knallen sich eine Currywurst, einen Burger, fettige Pommes oder sonst irgendwas rein. Die kommen aber nach 2 Wochen nicht am Flughafen in Deutschland an und die haben kein Skorbut, denen sind nicht die Haare ausgefallen, die haben noch alle Zähne, die Haut ist in Ordnung, naja, vielleicht ein bisschen verbrannt, aber ansonsten geht's denen gut. Und was passiert? Die werden sich in den nächsten Wochen nach ihrem Urlaub wieder halbwegs gesund ernähren. Und was passiert dann? Der Körper holt sich die Nährstoffe, die er dann bekommt, und nichts passiert. Und genauso ist es beim Hund. Ein Hund kommt grundsätzlich eine Woche, wenn er gesund ist, eine Woche problemlos ohne Futter aus. Das heißt, da würde der gar keine Nährstoffe bekommen. Das heißt, wenn ich aber jeden Tag irgendetwas nicht fütter, kommt der wunderbar damit klar. So, auch 2 Wochen wären kein Problem. 4 Wochen wären kein Problem. Erst bei einer Fütterung, die mehrere Monate sehr einseitig ist, beziehungsweise wo dann eben die bestimmte Nährstoffe fehlen, dann wird es interessant und möglicherweise auch gefährlich. Und dann ist man in einer Mangelernährung, dann kann der Hund auch erkranken. Davor braucht man sich aber wirklich keine Sorgen zu machen. Wer aber der Meinung ist, dass der Hund das jeden Tag haben soll, mein Gott, der sollte so machen. Es gibt Hundehalter, die sich einmal im Monat hinstellen und den kompletten Sonntagnachmittag damit verbringen, Fleisch zu portionieren und hier Knochen und Innereien und Muskelfleisch und hier und da. Das kann man alle so machen. Grundsätzlich gilt aber, man kann auch völlig sortenrein füttern, das heißt heute Muskelfleisch, morgen Knochen, übermorgen Innereien, Muskelfleisch und so weiter. Das ist grundsätzlich kein Problem. Es gibt 1-2 Möglichkeiten, wo man das vielleicht mischen kann, um es dem Hund etwas einfacher zu machen. Da komme ich aber später nochmal drauf. Rohfüttern sollte eine entspannte Geschichte sein und kein Hobby. Wer da ein Hobby draus machen möchte, der soll das machen. Ich persönlich bin zu faul dafür. Ich überlege mir, wenn ich einkaufen gehe bzw. online bestelle, wie viel brauche ich für einen bestimmten Zeitraum. In der Regel ist es 1 Monat. Nehmen wir mal 30 Tage. Das heißt, ich habe hier die Emma mit 30 Kilo, die hat einen täglichen Bedarf von 500 Gramm. Das heißt, ich überlege mir einfach, wie viel Tagesration brauche ich im Monat an Muskelfleisch. Das sind bei der Emma dann 16 Portionen, 8 Kilo. Dazu kommen 2 Kilo Knochen, 2 Kilo Innereien und dann überlege ich mir noch beim Rest irgendwas und dann ist der Fisch geputzt. Meine Einkäufe kommen. Und ich greife jeden Tag irgendwie in die Gefriertruhe, tau irgendwas auf, worauf ich Lust habe oder wo ich glaube, dass der Hund vielleicht drauf Lust hat. Und dann gibt es das. Wenn ich am 28. Tag nichts mehr in der Gefriertruhe habe, dann habe ich was falsch gemacht, dann habe ich nämlich zu viel gefüttert. Wenn ich am 30. Tag immer noch was in der Gefriertruhe habe, dann habe ich auch was falsch gemacht, dann habe ich nämlich zu wenig gefüttert. Am 30. Tag sollte nur noch die letzte Portion da sein und dann hat sich das Ganze erledigt. So einfach kann es sein. Andere machen es super kompliziert. Kann jeder halten, wie er möchte. Öl. Öl ist sehr häufig ein Thema, weil sich die Leute nie ganz bewusst sind, warum brauchen sie ein Öl, beziehungsweise welche Öle können sie überhaupt verfüttern. Warum füttern wir Öl bei der Rohfütterung dazu? Der Grund ist ganz einfach, weil in Fleisch, das aus der konventionellen Tierhaltung kommt. Das muss nicht Massentierhaltung sein, aber eben auch eine Stallhaltung ist konventionelle Haltung. Dort ist der Omega-6-Fettsäureanteil im Fleisch höher als bei Fleisch bzw. bei Tieren, die zum Beispiel wild gelebt haben. Ein Reh, das fröhlich durch den Wald gerannt ist sein Leben lang, das hat einen niedrigeren Omega-6-Fettsäureanteil. A, weil es mehr Bewegung hatte, B, weil es anders gefressen bzw. gefüttert wurde. So, diesen Omega-6-Fettsäureanteil können wir mit einem Omega-3-fettsäurehaltigen Öl ausgleichen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich gilt, dass Hunde tierische Öle besser verwerten als pflanzliche.
Da bleiben uns aber gar nicht so viel Öle. Es ist nämlich genau eins, Lachsöl. Ansonsten hätten wir bei pflanzlichen Ölen Rapsöl, wir hätten Leinöl, Nachtkerzenöl und. Da gibt es ganz viele Öle. Ein Sonnenblumenöl oder ein Olivenöl hat einen sehr niedrigen Omega-3-Fettsäureanteil und dementsprechend kann man das füttern, aber das wird den Kohl nicht fett machen. Dazu muss man sagen, dass man bei einigen Hunden die Wirkung eines Lachsöls viel, viel stärker sieht als zum Beispiel die Wirkung eines pflanzlichen Öls. Ich kenne genügend Hunde, die eine Zeit lang kein Lachsöl bekommen haben, sondern pflanzliches Öl. Da wurde nach Zugabe von Lachsöl dann das Fell und die Haut wesentlich besser. Das kommt aber auf den Hund drauf an. Auch bei meinen eigenen Hunden gab es davon welche, die gesagt haben, mir egal, was du mir fütterst, ich sehe immer gleich gut aus. Und dann gab es eben Hunde, die gesagt haben, ich mache jetzt ein schönes Fell. Das bleibt jedem selbst überlassen, das muss man ausprobieren. Obst und Gemüse. Einer der größten Streitpunkte in der Rohfütterung unter Rohfütternden. Muss man Obst und Gemüse dazu füttern? Grundsätzlich gilt meiner Ansicht nach, man kann ganz viel, man muss ganz wenig in der Fütterung. Was funktioniert und worauf man Lust hat und was dem Hund nicht schadet, das kann man machen. Warum wird argumentiert, dass der Hund Obst und Gemüse braucht? Ganz einfach, weil der Wolf zum Beispiel auch Magen frisst. Der Hund und der Wolf, die fressen ihre Beutetiere in der Regel komplett, sofern es mengenmäßig machbar ist. Von einem Kaninchen bleibt bei dem Wolf und beim Hund nichts übrig. Nichts. Von einem Schaf oder von einer Ziege zum Beispiel, wenn ich einen Ziegenkopf verfütter, dann bleiben vielleicht ein, zwei Zähne über, der Rest wird alles gefressen. So, jetzt wird eben behauptet, der Hund braucht oder kann Obst und Gemüse verfüttert bekommen. Das ist richtig. Die Frage ist immer, braucht er es und vor allem, wie gut kann er es verwerten? Ich selber stehe dran und sage, der Hund ist ein Karnivore. Viele andere sagen, er ist ein Omnikarnivore. Das heißt, er frisst vornehmlich Fleisch, aber kann eben auch pflanzliche Bestandteile verwerten über die Jahrtausende, die der Hund gezüchtet wurde. Boah. Von mir aus. Ich streite mich da ungern, weil ich den Sinn und Zweck dieses Streits einfach nicht erkenne. Wer das möchte, soll das machen. Wer das nicht möchte, soll es bleiben lassen. Meine Hunde bekommen immer wieder mal Obst oder Gemüse, wenn was übrig ist. Ich stelle mich persönlich nicht mehr in die Küche und raspel und püriere und kaufe Flocken. Es gibt aber Gründe, das zu tun. Und zwar genau dann, wenn der Hund beim Kotabsatz Probleme bekommt. Das heißt, da kann man dann Ballaststoffe zufüttern. Die Faserstoffe der pflanzlichen Bestandteile können dafür sorgen, dass der Kot eine etwas festere Konsistenz bekommt. Da lasse ich das gelten. Wenn jemand Lust hat, seinem Hund Obst und Gemüse zu pürieren, zu raspeln, dann soll er das machen. Ich persönlich glaube jedoch nicht, dass der Hund daraus irgendwas großartig zieht. Allein die Kotmenge, die sich damit erhöht, zeigt, dass der Hund davon relativ wenig verwertet bzw. gar nichts. Wenn man aber Obst und Gemüse füttern möchte, dann gibt es so Pi mal Daumen maximal 25% in der Tagesration pflanzlichen Anteil, 75% tierischen Anteil. Von diesen 25% pflanzlichem Anteil sollten maximal 20% Obst sein. Warum? Durch den Fruchtzucker, das sind Kohlenhydrate. Der Fruchtzucker selber ist nicht besonders gesund für die Zähne und Kohlenhydrate sind eben Energie, die der Hund eigentlich nicht extra noch zugeführt bekommen muss. Dementsprechend hält man diesen Anteil ein bisschen geringer. Gemüse sind dann eben ca. 80% von diesen 25%. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann es frisch machen. Es gibt Flocken, die man in Wasser einweichen kann. Man kann von mir aus das Gemüse kochen. Man kann es roh geben. Ich bin für alles zu faul. Wenn es überhaupt Gemüse gibt und ich mich dafür extra hinstelle, dann gibt es das auch roh.
So, jetzt hatten wir Muskelfleisch, rohe fleischige Knochen, Innereien, wir haben Öl, wir haben über Obst und Gemüse gesprochen. Dann fehlen noch die Nahrungsergänzungsmittel. Da werden sehr häufig den Hundehaltern viele, viele Dinge verkauft, angedreht, die sie meiner Ansicht nach eigentlich gar nicht brauchen. Warum? Wir versuchen ja bereits über die Fütterung von Fleisch, Knochen und Innereien alle notwendigen Nährstoffe, Vitamine zuzuführen. Das heißt, alles, was ich jetzt noch zuführe, da fehlt mir so ein bisschen der Zugang, weil dann habe ich irgendwas in meiner Ernährung falsch gemacht. Bei gesunden Hunden sollte das eigentlich nicht notwendig sein. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich einige Nahrungsergänzungsmittel gibt, die sinnvoll sein können, aber eben bei speziellen Hunden. Zum Beispiel, wenn ein Welpe, der einen sehr hohen Kalziumbedarf hat, die rohen fleischigen Knochen vielleicht nicht verträgt und ständig Knochenkot bekommt, dann ist es sinnvoll, zum Beispiel Eierschalenpulver dazuzugeben. In Maßen und auch nicht bis an sein Lebensende, sondern so lange, wie er es eben benötigt. Hagebuttenschalenpulver ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich grundsätzlich nicht verstehe bei gesunden Hunden, was aber ständig, auch jetzt gerade in der Herbstzeit, immer wieder die Runde macht. Der Hund würde Vitamin C brauchen. Das ist falsch. Warum? Weil der Hundekörper Vitamin C selber synthetisieren kann und dementsprechend brauche ich das nicht zuzuführen. Wenn mein Hund das nicht mehr kann, dann ist das eine andere Geschichte. Wenn ich aber ständig meinem Hund etwas zuführe, was der Körper eigentlich selber produzieren kann, was passiert? Der Körper sagt irgendwann, es kommt ja ständig von außen, ich brauche es nicht mehr zu produzieren und dann haben wir eigentlich das erreicht, was wir gar nicht erreichen wollten. Bevor ich es mir also in einem Barfshop andrehen lasse oder von der Werbung einreden lasse, ich brauche das oder einfach mal, weil ich denke, das ist eine gute Geschichte, das online bestelle, sollte ich mir erstmal Gedanken darüber machen, wozu braucht es mein Hund? Braucht es mein Hund? Und wenn ich einen gesunden Hund habe, den ich ausgewogen ernähre, dann brauche ich es erstmal nicht. Und wenn der alles verträgt. Erst wenn irgendetwas schief läuft, dann kann man darüber nachdenken und dann kann das auch sinnvoll sein.